Ich liebe Weißbier. Weißbier ist mein Zaubertrank. Wie ist aber der Weg von der Hopfendolde bis zu diesem wunderbaren, fertigen Getränk? Da habe ich mich extra für euch auf Entdeckungsreise gemacht und das Ergebnis meiner spannenden Reise, das zeige ich euch jetzt. Fleischi entdeckt das Bier. Nicht, dass ich nicht so Kinder dort, aber Weißbier ist mein Champagner. Und wo wären wir da besser aufgehoben als bei Erdinger Weißbräu? Internationalität gepaart mit Regionalität. Und da treffe ich jetzt den Geschäftsführer, den Dr. Stefan Kreis. Ich bin sehr durstig. Heimat, ich komme! Hallo, ich bin nervös wie ein Kind, das irgendwie ins Paradies kommt. Grüß dich, Stefan. Servus, Stefan. Was brauche ich alles, um mir persönlich mein eigenes Bier zu brauen? Was sind die Mindestvoraussetzungen? Mindestvoraussetzung ist, dass du Bier liebst. Dann vier verschiedene Inhaltsstoffe brauchst. Wir brauchen Malz, wir brauchen Hopfen, wir brauchen Wasser und wir brauchen Hefe. Das ist alles. Der Rest ist im Reinheitsgebot geregelt und das halten wir uns natürlich auch. Was ich super spannend finde, weltweiter Vertrieb, aber ihr legt natürlich auch großen Wert auf Regionalität, gerade beim Hopfen oder eigentlich bei allen Produkten, oder? Ja, bei allen Produkten. Wir versuchen es immer so regional wie möglich zu halten. Beim Hopfen haben wir es mit der Hallertau in der Nachbarschaft natürlich auch relativ einfach, denn die stellen großartige Qualitäten her. Ich bin ja vom Berufswegen ein neugieriges Wimmerl und deswegen will ich wissen, wie hat dieses Pellet vorher ausgeschaut? Und dazu besuche ich den Hopfenbar Wolfgang in der Hallertau. So, ich bin jetzt mittendrin im heiligen Hopfenhain und bin tatsächlich ein bisschen stoked von diesen ganzen Gerüchen. Und jetzt möchte ich gerne wissen, wie ist der Weg vom Hopfengarten bis zur Brauerei? Und der Mann, der dafür verantwortlich ist, ist der Wolfgang. Der September ist jetzt die Erntezeit. Wir rechnen heute dieses Jahr mit ca. 26 Tagen. Also das geht jetzt voll durch. Das Ganze geht los in der Früh um 5:30 bis abends um 9:30. Also ich bin relativ früh der Erste. Und der Letzte wahrscheinlich auch. Eigentlich meistens der Letzte, der geht. Einmal Hopfen, immer Hopfen. Einmal Hopfen. Da bin ich einmal gerade so, dann bist du dabei. Ich meine, wenn du das selber siehst, die Umgebung, das ist einfach toll, oder? Wir haben mittlerweile 90 Hektar Hopfen. Es haben in der Ortschaft zahlreiche Betriebe aufgehört, die haben wir dann übernommen. Wir waren vor 30 Jahren, haben wir noch 9 Hopfenbauern. Jetzt sind wir noch 3, aber das ist der Wandel der Zeit und der ist nicht zum Aufholen. Wie schaut es bei dir aus mit der Hofnachfolge? Mit der Hofnachfolge schaut es relativ gut aus. Wir haben 2 Söhne. Ja, meine Frau ist natürlich auch sehr begeistert dabei. Gibt es einen Papp noch? Ist der dabei? Der Freund, der ist auch immer noch dabei. Der kommt jeden Tag rauf, der kann es einfach nicht lassen. Der ist Hopfenbauer mit Leib und Seele und ich mache draußen die Hopfenfelder. Übernimmst du irgendwann meinen Hof, weil du hast einen Bruder auch noch? Ja, wir machen es miteinander halt. Wie es halt das Sprichwort sagt, wenn der Hopfen einen mal geratzt hat, dann lässt er nicht mehr aus. Alles klar. Okay. Genau. Und der alte Fang muss tätig. Also jetzt beim Vorhang. Du musst quasi nicht fangen. Ganz schön. Okay. Ja. Jetzt so. Hey, schon. Und fahren. Schneller, 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 schneller. Das Abreißgerät, wie es in der Fachsprache heißt, die holt die Reben runter und fährt es zur Pflückanlage rein. Wird dort abgeladen und dann holt die Maschine, die Pflückmaschine, die Dolden und die Blätter runter, geht es hinter zur Reinigung, weil da müssen die Dolden getrennt werden von Blattmasse und was sonst, Stängelanteile, was alles dabei ist. Und es geht eigentlich relativ gut. Wir kommen auf einen Reinheitsgrad von 99%. Und der Rest geht wieder hinten raus. Das wird dann Kompost und das geht wieder zurück auf die Flächen. Das ist eigentlich eine gute Ware. Ja. Zur Humusbildung trägt es bei. Und sind da Nährstoffe drin, die wollen wir wieder zurückführen. Wo siehst du deinen Hof in 5 Jahren? Unseren Hof in 5 Jahren? Weil wir müssten uns die klimatischen Bedingungen anpassen auf jeden Fall. Klimaresistente Hopfensorten einlegen, die waren mit weniger Niederschlag, wird es in dem Jahr auskommen gut. Wir haben einen wachsenden Betrieb, wir haben einen Bock drauf alle miteinander. Und weil das macht Spaß und die Leute sind alle gut drauf und deswegen sehe ich uns da in 5 Jahren schon noch weiterfahren wie jetzt. Nach Ihnen. So. Überraschenderweise ist da schön warm herin. Also wenn die von der Pflückmaschine rauskommt, ist gereinigt, dann geht es ab in die Trocknung. Und da dauert das Ganze dann 4,5 Stunden.
Der wird schon getrocknet bei 65 Grad und da wird er mit einer bestimmten Lufttemperatur und mit einer bestimmten Luftfeuchte so behandelt, dass er exakt auf 10% Wassergehalt hingetrimmt wird. Und das hängt damit zusammen, weil die Dolde, wenn getrocknet wird und ist die relativ trocken, wird die verpackt. Da brechen die Dolden, also dann haben wir lose Doldenblätter und das wollen wir ja nicht, weil der Kunde will die ganze Frucht haben. Ja, der wird jetzt verpackt, verwogen, die Partie fertig gemacht und dann geht er ab ins Handelshaus. Und so schaut es aus bei experimentellem Hopfenabwarten. Und dann wird er während des Jahres wird er dann zu Pellets verarbeitet. So, ich bin wieder zurück in meiner Wahlheimat bei Erdinger und jetzt schauen wir uns die einzelnen Prozesse an. Anfangen tun wir mit der Malzanlieferung. Hier landen die ganzen Malz-LKWs, die wir vorher geordert haben. Jetzt nichtsdestotrotz wird jeder LKW nochmal extra beprobt. Ja, weil sicher wie sicher. Man kann zum Beispiel erkennen, ob ein Haufen Gerste dabei ist. Ja? Wir wollen ja Weizenmalz, kein Gerstenmalz. Aber das sieht man jetzt auf den ersten Blick schon. Das ist schon mal ganz okay. Aber wie gesagt, das Entscheidende letztendlich ist jetzt dann oben im Labor. So, hallo, servus. Codewort Weißbräu. Reinspazieren. Warum ist es so wichtig, dass man von jedem Lastwagen Stichproben macht, bevor man ablädt? Wenn wir es abgeladen haben, dann haben wir es im Silo drinnen. Das heißt, dann ist es zu spät, dann hat man schon ein Problem, das wieder zurück auf den LKW zu bekommen. Die Werte sind für mich jetzt in Ordnung. Ja. Das ist so weit, dass man es abladen kann. Das passt alles. Kann man das benennen, wie viele Kontrollschritte ungefähr stattfinden von Anlieferung der Rohstoffe bis zum fertigen Produkt? Für eine fertige Flasche Bier, bis die draußen ist. Ja. Also vom Malz angefangen, wenn man es Wasser nennt, dann Hopfen dazu nennt, bis man es dann wirklich im fertigen Bier bis verkauft wird. Also so 15 Kontrollschritte muss man rennen. Wo würdest du mich hinschicken, sagst? Ich denke mal jetzt vom Produktionsprozess in Sudras runter. Ja, dann mache ich das. Okay. Ich habe mich fast verlaufen, aber ich gehe einfach dahin, wo es warm ist. Ich suche das Sudhaus und da wartet der Holger auf mich. Im Prinzip tut man nichts anderes wie beim Brotbacken. Beim Brotbacken zerkleinert man auch das Getreide. Man vermischt es mit Wasser. Danach dauert eine Zeit lang, bis man es backen kann. Und statt backen tun wir kochen. Das Flüssige, das verarbeiten wir weiter. Da kommt dann Hopfen dazu. Da wird es 1 bis 1,5 Stunden gekocht. Hier wird der Hopfen zugesetzt, den ich ja schon beim Wolfgang geerntet habe und mitgebracht habe. Oh, das riecht aber sehr schön. Das ist deine Heimat, oder? Wow, das riecht echt cool. Ja. Das brennt fast so intensiv ist das. Ja. Danach wird die Würze runtergekühlt, mit Hefe versetzt, mit Luft versetzt, damit sie die Hefe vermehren kann. Und dann geht es in den Gärkeller und da wird es vergoren. Hey! Wie nennt sich das, was jetzt da drin ist? Das heißt Jungbier. Aber neben dem Jungbier entsteht auch Hefe und CO2, also Kohlensäure. Das gesamte CO2, was hier entsteht, das können wir selber gebrauchen. Das heißt, wir kaufen kein CO2 von außen dazu, weil es ja im Bier entsteht auf natürliche Weise. Es ist noch nicht so intensiv, aber hat schon gewisse Kräftigkeit und mehr kann ich jetzt leider nicht dazu sagen. Wie viele Schritte fehlen noch zum fertigen Produkt? Das eine ist die Filtration und dann wird es abgefüllt und im Hochregallager gereift. Wo gehe ich jetzt hin? In die Füllerei. In die Füllerei. Alles klar. Dann. Okay. Wir sehen uns. Gut. Ciao. Nächster Halt, Füllerei. Und der Experte ist der Jens. Habe ich die Ehre. Servus, Fleisch. Warum Willen? Ja. Weil es gut ausschaut. Richtig. Schauen wir, ob wir hier ruhig sind. Weil es natürlich auch ein bisschen schützt vor umfliegenden Scherben. In der Füllerei wird das gute Bier, was wir herstellen, wird in die Flasche oder auch ins Fass abgefüllt und etikettiert natürlich für den Export, für den nationalen Markt, in Kisten oder Kartonagen gepackt, auf Paletten gestellt und dann übers Lager in die ganze Welt transportiert. Letzte Station auf dem Erdinger Weißbräugelände. Hallo Jens Stefan, servus. Das ist der Blick, der in das Herz aufgehen lässt. Jetzt muss man mal sagen, warum einem da das Herz aufgeht. Hier muss hier die Eder reifen. Die zweite Gärung. Also vorhin wurde die erste Hefe rausgeholt, dann wurde ein bisschen Würze noch dazugegeben und die zweite Hefe
Und diese zweite Hefe braucht genau 18,5 Grad Konditionen. Und überall hier drin ist genau diese Temperatur eingestellt. Und da darf das Bier jetzt in der Flasche 14 Tage in Ruhe reifen. Und das macht das Erdinger Weißbier zum Erdinger Weißbier. Gesetzt der Fall, wir hätten jetzt diese 14 Tage Edelreife gerade eben abgeschlossen und das Produkt wäre jetzt marktreif. Wie komme ich jetzt da an so eine Qualitätskontrolle ran? Eine Qualitätskontrolle? Für dich werden wir natürlich eine ganz eigene Qualitätskontrolle aufziehen. Yes! Cheerio! In diesem Sinne sage ich Dankeschön und nicht vergessen, links schauen, rechts schauen, wieder schauen. Cheers! Ja, endlich bin ich bei meinem Lieblingsprodukt, nämlich einem Weißbier, meistens mein Champagner, endlich mal so nahe gekommen wie noch nie. Man hat eine andere Wertigkeit, ein anderes Bewusstsein fürs Produkt. Das ist einfach so. Wenn man sieht, wie viel dahinter steckt, dann kann man das vielleicht total mehr genießen. Dem ich als Kind ja schon mal beim Hopferzupfer war und festgestellt habe, dass das alles noch sehr, sehr manuell war, war ich überrascht, wie da der Entwicklungsstand ist, dass das alles, dass zum Beispiel das Reißen von den Hopfenreben, dass das alles schon automatisiert ist und dass sehr viel automatisch geht, aber trotzdem immer noch auch viel Handarbeit dabei ist. Also ich zeichne zum Beispiel an den Hopfenbauer, den Wolfgang, aus, dass der das auch schon seit Generationen macht, also seine Familie, und dass er halt einfach mit Leidenschaft dabei ist. Weil sonst würde er ja jedes Jahr das gleiche Produkt abliefern. Macht er nicht, der schaut, wie es weitergeht, probiert neue Sorten aus und zeigt natürlich auch, zeugt von einer gewissen Liebe zum Produkt. Natürlich kennt man Erdinger, dass die tatsächlich zwar in die Welt exportieren, aber trotzdem das Bier samt und sonders exklusiv nur in Erding gebraut wird. Das habe ich nicht gewusst und das fand ich sehr beeindruckend. Dann waren wir an einer Tafel, an dem so Kronkorken sind mit langjährigen Zugehörigkeiten und da ging es teilweise bis zu 25, 30 Jahre, wo Menschen im gleichen Betrieb arbeiten. Das ist heutzutage auch, glaube ich, eher die Ausnahme. Das spricht ja wirklich alles so für sich. Und dann da habe ich wirklich vermisst, irgendwie mal einen, der unsympathisch ist. Also die waren wirklich alle über die Maßen nett und das spricht tatsächlich für ein gutes Arbeitsklima und das fließt ja auch in das Produkt mit ein. Ja, jetzt ist Zeit, Abschied zu nehmen von meinem Lieblingsgetränk. Es muss hinaus in die weiten Welt. Gute Fahrt! Sehen wir uns schon irgendwo auf der Welt. Und wenn ihr auch diese Videos sehen wollt, dann einfach den Abonniert-Button drücken und natürlich auch die Klingel. Das ist ganz wichtig, damit ihr immer aktualisiert seid. Du hast was vergessen. Hallo. Du hast was vergessen. Du musst noch. Bier hast vergessen. Das geht ja nicht. Hey. Hallo.